Deswegen, also Grundlagen, Grundvoraussetzungen, nicht nur für dieses Qigong, für Zen-Qigong, sondern eigentlich für alles, ist gute Ernährung. Ich sag nicht was, aber ich verlinke auf YouTube die Arte-Dokus über gute Ernährung. Das ist auch ein Weg, muss man langsam sich mit beschäftigen. Das ist auch eine Grundvoraussetzung, weil da eben auch kognitive und körperliche Leistungsfähigkeit von abhängt, von der Ernährung. Dann guter Schlaf geht unter, wenn man wirklich viel zu tun hat. Eigenes Thema wieder, auch Arte-Doku unten verlinkt auf YouTube. Muss man sich auch mit beschäftigen. Ist noch neuer, die wissenschaftlichen Geschichten darum und so. Ich versuche da auch was zusammenzutragen. Wenn ihr gleich loslegen wollt, Sleep Hygiene, Wikipedia ist der beste Start, den ich bis jetzt gefunden habe, um damit klarzukommen. Und Meditation. Auch Meditation, auch Arte Doku verlinkt. Das ist zwar auch seit über 10 Jahren jetzt bekannt, also auch wissenschaftlich belegt und so weiter, aber im allgemeinen Verständnis nicht so bekannt wie guter Schlaf und gute Ernährung, aber es ist genauso wichtig. Es ist geistige, mentale Hygiene und ist eben auch ein eigenes Feld. Und mindestens, also ich habe das im Englischen gesagt, bitte probiert wenigstens mal Meditations-Apps, irgendwelche Meditations-Apps, die 7 Tage kostenlosen Kurse aus, damit ihr überhaupt eine grobe Ahnung davon kriegt, was Meditation bedeutet. Also, dass das nicht irgend so ein brauche ich nicht ist, sondern nee, das ist wie Zähneputzen und Duschen so wichtig, eigentlich noch viel wichtiger. Das Dumme ist nur, man findet das nur dadurch raus, dass man es macht. Ja, dass man merkt, wie eben Körper und Geist wirklich zusammenhängt. Und erst wenn man das bei sich selber, nicht theoretisch, sondern wirklich bei sich selber mitkriegt, wie weit das quasi einen wirklich im Griff hat und dass es eine Möglichkeit gibt, das kommt aber auch wirklich später dann erst in der eigenen Meditationspraxis, in so ein, also es nur eine dritte Ebene gibt, die mehr so ein Beobachter ist und da kommt die Weisheit her, da kommt die Liebe her und so weiter. Dass es das wirklich gibt, das ist kein Blabla, sondern es ist wirklich etwas, was man kultivieren sollte und es sind Grundvoraussetzungen. Ne? Also nicht nur für das hier, sondern eigentlich für euer ganzes Leben. Bloß ich setze das voraus, dass ihr euch im Laufe der Zeit anfangt damit zu beschäftigen, weil es ist eben auch kein Thema, was man abhakt. Es ist halt sowas, wenn man zum Arzt gegangen ist und irgendeine schwierige Krankheit hat und der sagt, so jetzt sollten Sie sich mal langsam über Ernährung Gedanken machen und mit dem irgendwas Ungesunden aufhören, spätestens dann kommt man da drauf. Es wäre schön, wenn ihr da früher langsam hinkommt, weil es ist halt wirklich ein Weg, ist nicht abgehakt. Grundvoraussetzung. Also ich schreibe euch da nichts vor, aber ich gehe einfach davon aus, genauso wie ich davon ausgehe, dass ihr in der Lage seid, einen Computer zu bedienen und das hier jetzt live zu sehen, genauso gehe ich eben davon aus, dass ihr lesen und schreiben könnt und auch diese 3 Punkte. Guter Schlaf, gute Ernährung, Meditationspraxis selber verfolgt. Basic. Bevor es überhaupt losgeht. Ja?